Hallöchen, liebe Freunde, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen. Weiter geht's mit Alan Wake, mit Saga in Watery und in der Coffee World. Ja, das Wasser ist jetzt abgesickert. Wir gehen jetzt noch die kompletten Bereiche hier ab, die jetzt frei begehbar sind. Sind ja alle optional. Diesmal nehmen wir sie mit. Habe ich am Cauldron Lake verpennt. Da gehen wir natürlich aber auch noch hin. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Auf jeden Fall erstmal hier jetzt. Dann Rangerhütte, Latte Lagoon, zur Wohnwagensiedlung. Und hier ist auch noch ein Versteck. Die nehmen wir noch alle mit, bevor wir zurück zur nach Bright Falls gehen. Vor allem, wir müssen auch, mehr oder weniger. Wir wissen ja nicht, was kommt. Und der letzte Bosskampf gegen Mulligan und Zornten, der hat gekostet, aber ordentlich an Ressourcen. Ein bisschen Muni haben wir noch. Heilobjekte sind noch völlig in Ordnung. Aber wir brauchen Muni. Muni oder wenigstens was anderes Feines. Ja, ich war schon mal so frei und bin schon mal vormarschiert. Aber nun gucken wir mal. Halten wir mal das Köpfchen rein, was hier so abgeht. Okay. Im Optimalfall bitte keine Gegner. So, ein dicker Fisch. Also noch ein dickerer Fisch. Ja, aber nichts zu holen erstmal hier. Aber hier wird bestimmt was sein. Also das ist, glaube ich, nicht einfach nur Deko und Fassade und so weiter. Irgendwie einen versteckten Kultistenversteck. Ach nee, da werden die ja eingezeichnet. Ach, guck mal, hier ist Noch ein Reim. genau. Okay, let's go. Ein Teufel lockte mit einem Preis der Tiere zwei, einst in sein Boot geschickt herbei. Wer wohl schwimmt und wer wohl singt, der Teufel fragt geschwind. Der Elch alsbald ins Wasser klatscht, alweil das Reh von dannen eilt. Doch wer von ihnen wohl noch unter den Lebenden weilt? Okay, das ist eigentlich, hoffe ich mal, relativ einfach. Ins Boot kommt der Hirsch. Und ins Wasser geklatscht ist der Elch. Oder ist falsch? Warte. Der Elch alsbald ins Wasser klatscht. Ja, der Elch. Zack. So. Und Hirsch. Hier, Hirsch. Auch nicht. Oder kommen da drei Puppen hin? Weil die hat ja noch nicht gesagt, das ist falsch, ne? Hirsch. Und Betrüger? Jo. Klar. Tatsache, drei Puppen. Meine Güte. Jetzt mal die Puppen wieder einstecken. Nicht, dass ich die doch vergesse. Ach, das sieht ja ganz entspannt hier an. Ja, dann. Kein Gegner, kein Event. Warum nicht? Jetzt kommt das Ober. Ein Talisman. Super duper Talisman kommt jetzt. Erhöht den verursachten Schaden bei niedriger Gesundheit. Na gut. Fürs Erste. Nehmen wir den mal mit. So, ich weiß nicht, ob wir den Weg direkt gehen, aber der ist eigentlich nicht so weit. Dann gehen wir jetzt erstmal hoch zur Ranger-Hütte. Und hier ist doch ein Event. Also mehr oder weniger. Oh, Scheiße. Ich glaube, hier stehen wir besser. Einer weniger. Boah, der hat gesessen. Headshot. Und kurz und schmerzlos. Trophäe direkt mal abgesahnt. Nett, nett. Auch oh, Muni hat er fallen lassen. Dankeschön.
Ja, auch. Sehr geil. Die Batterien waren es. Egal, kann ich auch gebrauchen. Gerne wieder, Freunde. Das machen wir doch gerne immer wieder. Korrekt, vor allem direkt erstmal der Trophäe noch abgestaubt. Staubi, staubi. Alles klar. Ja, dann nehme ich euch mal mit für den Fall, dass hier noch mehr passiert. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir sehen uns dann gleich an der Ranger-Hütte. Komm schon, Casey. Keine Antwort. David. Geh ran, geh ran, geh ran. Hey, David hier. Sprecht aufs Band. David. Kannst du mich zurückrufen? Es ist wichtig. Bitte. Warum antwortet David nicht? Geht es Logan gut? Was geht hier vor sich? Hat sie die Horrorgeschichte schon eingeholt? Wake sollte mehr darüber wissen. Ja, ein ganz kleines Event gab es noch. Also habt ihr jetzt gerade gesehen, das Telefonat, dachte ich mir, füge ich mal hinzu. Passt ja zur Geschichte. Kleinen Gedankenspiele sorgen von Saga. So, aber nun weiter an der Ranger-Hütte. Oh, hier sind Wölfe. Da kommt schon einer. Ich glaube, alle beide direkt, ne? Da ist der andere. Ich glaube, den habe ich erwischt. Jupp. Bisschen milchig irgendwie. Trüb. Kann man sehen, wie man will. Bring schön meinen Bolzen wieder mit, ne? Nicht verschwenden. Ja, die KI von den Wölfen funktioniert nicht so einwandfrei. Manchmal stehen sie echt verpeilt rum. Leichtes Ziel. Ich meine, ist doch gut, ne? Insgesamt. Schön entspannt in die Birne schießen. Ohne Stress. Okay. Voll atmosphärisch, schnuckelig. Und da oben ist Licht an. Da oben ist Licht an. Ja, okay. Ich guck mal ein bisschen hier so rum. Und dann schauen wir mal, dass wir reingehen. Paar Schuss haben wir ja noch. Ach, übrigens, außerdem sollte ich, glaube ich, bevor wir richtig nach Bright Falls fahren, da ist wieder so ein Rätsel, glaube ich. Ja. Noch Ich mehr glaube, dieser Reime. der Hinweis vom Spiel kam nicht ohne Grund, dass wir bei Arti durch diesen Putzeimer mal die Geschichte wechseln sollten. Sollte ich vielleicht mal als nächstes tun, sogar noch bevor ich zurück zu Casey fahre. Dass wir dann sehen, ne, wieso diese Überschneidung und dieser Hinweis von Ellen kam überhaupt. Denkt man, dann ist das gleich auf und man rennt da nicht der Geschichte so quasi hinterher, dass wir hier mit Saga so bis dann und dann halt, also zur Erklärung spielen und dann rollen wir quasi die Geschichte nochmal auf aus der Sicht von Ellen. So sind wir dann halt komplett gleich. Eine Jungfrau, fleißig und klug, einst in dem Wald sie lief.
Zum Biest der Burg, meine Güte. Der König des Waldes stahl ihr Herz und ohne Sorg lebten sie in Freude und Scherz. Jungfrau, Wald, Biest der Burg, König des Waldes, ist das nicht der Wolf oder Bär? Ich weiß nicht, ich glaube, König des Waldes sagt man, glaube ich, Wolf oder Bär, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Stahl ihr Herz und ohne Sorge lebten sie in Freude und Scherz. Ich habe keine. Ich glaube, ich brauche erst wieder Puppen, ja? Hirsch, Betrüger, Elch. Wäre mir schleierhaft, dass der Elch der König des Waldes ist. Versuchen wir einfach mal. Oh, ich wollte die nicht auf der Sonne packen, sondern hier hin. Aber es ist ja Mutter und kann die. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das hat passt. Das? Sieht falsch aus. Ich weiß. Ich hab's mir schon gedacht. Ja, Wasser, Sonne, das wird's nicht sein, ne? Ich habe jetzt gedacht, entweder hier oder das Herz. Biesterburg, König des Waldes. Ich meine, gut, beim Leuchtturm hatten wir auch ein Rätsel, wo ich ja keine passenden Puppen zu hatte. Erst ein paar Meter weiter. Oder hier ist dann Backtracking angesagt, weil die, ey, hier. Warte mal. Der Puppe. Hier der Elch. Denken, Saga. Ja, ich bin dabei. Macht keinen Sinn. Komm, wir gucken erstmal im Haus rein. Erstmal einen Blick reinwerfen. Jetzt wirklich überall dunkel, ne? Da gibt es keine Ausnahme. Moni. Moni. Moni ist immer gut. Das geht von hier nicht War so auf. klar. Das war so klar. Was ist das da oben? Grafikbug einfach nur? Oder so ein. Oder einfach die Lampe, die so immer durchschimmert durch die Blätter und Bäume, Äste, Bums. Könnte gut hin, gut hinkommen, ne? Muss ja nicht immer sofort ein Fehler sein. Auf jeden Fall hat hier einer das Licht nicht ausgemacht. Würdet ihr hier wohnen wollen? Ich weiß nicht. Einer hat das was, andererseits ist das total gruselig. Hier so zu wohnen. Ich meine, gut, du hast direkt den Park nebenan, ne? Also, man ist ja nicht komplett alleine. Aber, sag ich mal, unter den Umständen, dass hier noch so ein wild gewordener Kult hier rumrennt und Leute umbringt und opfert und Ritual und so weiter. Nicht so geil. Muss ja jedes Mal damit rechnen, dass hier einer einbricht. Und ich, ja, ritualisiert, sag ich mal. Schrotflinte. Oh, das ist gut. Aber ziemlich tote Hose, aber hier. Das ist nicht so lange her. Guck mal, wieder FPC oder was? Ja. Oh, Dreh. Ein braves Reh. Ah, braves sogar. Und diesmal habe ich nicht Hirsch oder so gesagt. Hier, ich mache Fortschritte. Ja. Wunder passieren auch mal zwischendurch. Nö. Was ist das? Also Übergang, ne?
quasi, mehr oder weniger. So eine fette Ultra-Fichte. Fichte XXL, oh, Schublade. Weder Money. Hat sich jetzt schon gelohnt. Auch wenn es nur 3-4 Schuss jetzt waren, egal. Besser als nix. Shortcut auf, wenn es einer überhaupt ist. So gesehen, eigentlich ja. Andererseits, eigentlich Standard. Ich komme. Letzte Chance zu verstecken. What? Sind die für ein Casanova? Kleiner Romantiker. Monsterpuppe? Hat er so noch mehr? Bärenpuppe? Jungfrauenpuppe? Alles klar. Alles klar, alles klar. Ich weiß schon, was ich machen muss. Ich würde sagen, dann kommt der Bär halt beim Wald und bei dem Herz. Und die Jungfrau in den Wald. Stelle ich mir gut vor, so. Experiment PF 9, Nummer 23. Codename Die Schöne und das Biest. Testergebnisse, Notizen. Die Erschaffung der perfekten Umgebung für jeden Test ist zum Kernstück meiner Studie geworden. Ich weiß jedoch, dass nur eine überzeugende Inszenierung die Fiktion vom Leben erwecken kann. Ich werde nun die Kulissen so gestalten, wie ein Bühnenbildner eines Spielfilms dies tun würde, damit die Hütte wie das tatsächliche Haus der im Reim erwähnten Person aussieht, mit kleinen persönlichen Akzenten und realistischen Gegenständen zugleich zu den wenigen bisher verwendeten Schlüsselgegenständen, wie in Zeichnungen, Puppen und persönlichen Briefen. Alles nur Fassade. Aber wozu, ne? Wozu macht das FBC das? Solche Szenarien frei erfinden und dann, jo. Ich denke mal, die wollen irgendwie so das Dunkle provozieren, weil manchmal hat man ja so Fußspuren und so, ne? Oh, jetzt Zahnpasta. Hä? Wo ist die hin? Was? Wo ist die hin? Da unten. Einfach unter den Tisch gepurzelt. Auch nicht schlecht. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Event, der startet, irgendwie alles löst sich auf. Poltergeist mal anders. Der Plackgeist. Ja, dann gehen wir mal zum Kinderreim. Jetzt sollen wir, warte, da gibt es noch eine Abkürzung. Nicht da. Und ich, hä, warte, bin ich blöd? Ja, definitiv. Da. So, du kommst in den Wald und das Herz hat der Bär gestohlen. Okay. Oh, korrekt. Und schon richtig. Boah. Dass man direkt Gänsehaut gekriegt, das war. Intensives Schreien. Ich hab's ja schon letztes Mal gesagt, ne? Ich finde den Teil definitiv gruseliger als den Vorgänger. Die Addons waren ja eh mehr auf Action getrimmt. Ist hier wieder so eine Spur? Nee. Oder? Nee. Doch. Doch, doch, doch. Uiuiui, ui, ist aber eine dicke Pfütze. Okay, also. Das ist was Größeres. Was schwer. Alter, ist ein Bär oder was?
Talisman kann ich an meinem Armband anbringen. Da hat doch gerade irgendeiner gesprochen. Erhöht den verursachten Schaden, solange du von Feinden nicht entdeckt wirst. Naja, meistens müssen wir eh den Schleier wegbrennen, also von daher. Alter. Schon entdeckt. Ah ja. Kultisten, die durch Felder streifen. Welche Dorn streifen? Ja, hast du deinen Streifen? Das war die Jungfrau, ja? Oder so ähnlich. Der Bär hat sie dann alleine hops genommen. Du Scheiße, ey. So, das war hier fertig. Denke ich mal, oder? Hä? Schraubenzieher? Hä? Was habe ich denn da wieder übersehen? Naja, das scheint aber ein Anzeigefehler zu sein. Ich habe mich jetzt hier schon fast dusselig gesucht nach dem Schloss. Was wird hier gewesen sein? Hat er die Anzeige einfach nicht weggenommen? So gesehen, abgehakt. Na gut, aber abgehakt ist der Part erstmal, bevor es wieder zu lang wird. Wer weiß, was gerade hier unten noch alles so abgeht. Ist ja nicht gerade ein kleines Gebiet. Und dann haben wir noch hier die Kultversteckkiste. Downtown. Alles klar. Oder? Das ist ja Downtown, ja. Na gut, ich werde aber auf jeden Fall vormarschieren. Wir sehen uns beim nächsten Part hier dann direkt an der Wohnwagensiedlung. Ne? Also wir latschen jetzt nicht extra den Weg nochmal runter. Es sei denn, es passiert irgendwas, dann nehme ich euch natürlich mit. Auf jeden Fall bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, Freunde. Tschüss, bis dann.